Okay, super. Ich bin Sabine. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit momentan mit Generative Art oder generativer Kunst. Das ist eine Kunstform, die hat mit Computern zu tun. Und die ist schon etwas älter, älter als man denkt vielleicht sogar. Die ist so in den 70ern entstanden. Und man hat sich halt dann angefangen, kreativ zu werden und mit Computercode Bilder zu erzeugen. Das ist jetzt ein ziemlich frühes Beispiel von 1977. Und das wäre zum Beispiel ein aktuelles Beispiel. Ich habe das hier noch ein bisschen größer dabei. Von einem Herrn, der nennt sich online Manoloid oder Manoloide. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das ausspricht. Und ihr seht schon, das sind alles Kunstwerke, die oft sehr mit geometrischen Objekten spielen und viel mit Farbe spielen. Und auch viel mit Zufall, weil wenn man mit Computercode arbeitet, dann kann man natürlich auch den Zufall eine Rolle spielen lassen. Und das heißt, es kann nicht nur ein Bild aus einem Programm, aus einem Generative Art Programm entstehen, sondern ganz viele. Und hier in dem Fall ist das zum Beispiel eine ganze Reihe, die alle sehr ähnlich aussehen, alle aus dem gleichen Code entstanden sind. Es sind einfach nur Parameter anders. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit Generative Art, wenn ich selber was erstellt habe? Ich kann das natürlich irgendwie drucken, wie klassische Kunst. Ich kann aber auch ganz andere Sachen machen. Es hat sich zum Beispiel eine Community um alte Stiftplotter jetzt gesellt. Und man kann sehr gut auch Generative Art Kunstwerke eben mit so einem Stiftplotter einfach zeichnen lassen. Wir haben hinten im Verschwörhaus welche stehen, die könnt ihr euch auch gerne angucken oder mal ausprobieren, wenn ihr möchtet. Was man ansonsten auch noch machen kann, man kann Generative Art auch auf Stoff drucken und sich dann einen Mantel davon nähen. Und weil nur Kunst angucken ziemlich langweilig ist, dachte ich, wir probieren jetzt mal selber ein bisschen was aus. Und dazu habe ich Paper.js dabei. Das ist eine JavaScript-Library, mit der man sehr simpel, einfach Vektorgrafiken durch Code erzeugen kann. Deswegen ist super, dass wir diesen Inkscape-Vortrag jetzt gerade vorneweg hatten. Jetzt wisst ihr alle, wie Vektorgrafiken funktionieren. Und jetzt können wir die praktisch auch mal coden. Und wenn ihr bei Paper.js auf die Website geht, dann gibt's hier unten den Eintrag Sketch. Den können wir jetzt mal öffnen. Dann habt ihr direkt so einen Web-Editor. Das heißt, ihr müsst gar nichts installieren. Ihr könnt einfach loslegen. Und jetzt probieren wir einfach mal ein bisschen rum. Sagen wir, wir machen das jetzt ähnlich wie Julia. Wir zeichnen jetzt erstmal ein Rechteck vielleicht. Das heißt, wir machen einen Pfad. Sagen Rectangle dafür, dass wir ein Rechteck haben wollen. Jetzt müssen wir noch angeben, wo das hin soll und wie groß das ist. Zuerst mal, wo es hin soll. Wir machen einen neuen Punkt und sagen mal vielleicht 0, 0. Das ist dann die oberste linke Ecke. Und danach müssen wir noch angeben, wie groß unser Rechteck werden soll. Dann machen wir eine Size und sagen jetzt, wir legen einfach mal einen festen Pixelwert fest. Zum Beispiel 60, 60. Ich gehe mal ein paar Zeilen runter, damit man das lesen kann. So, jetzt kann ich das ausführen. Jetzt habe ich auf Play gedrückt und es passiert nichts. Das ist mal doof. Jetzt ist die Frage, warum. Und ihr habt vorhin in Inkscape schon gesehen, ihr könnt Farbwerte festlegen zum Beispiel. Und das Rechteck weiß jetzt einfach gar nicht, wie es optisch aussehen soll. Deswegen müssen wir dem das jetzt erst noch sagen. Und dazu müssen wir darauf zugreifen. Das heißt, wir legen eine Variable an. Und das ist ein Rechteck, nennen wir das jetzt erstmal ganz kurz R, wo wir das reinspeichern. Und jetzt können wir das manipulieren. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, sagen wir mal, wir möchten die Rahmenfarbe ändern. Dann ist das die Stroke Color. Sagen wir mal, die ist schwarz. Können wir auch einfach Black als Name reinschreiben. Da gehen auch alle anderen Werte, die ihr so kennt. Die kennt vielleicht RGB-Werte oder Hexwerte für Farben. Das kann man da alles eintragen. Jetzt führen wir das nochmal aus und jetzt sehen wir, jetzt ist unser Rechteck entstanden. Jetzt ist ein Rechteck ein bisschen langweilig, jetzt wollen wir vielleicht viele Rechtecke haben. Deswegen machen wir mal eine Vorschleife. Wir fangen bei 0 an zu zählen und zählen einfach bis 10 hoch. Und wir möchten vielleicht, dass die Rechtecke alle in einer Linie erscheinen. Deswegen sage ich jetzt, es erscheint nicht immer an Punkt 0, 0, sondern an Punkt x mal 60, das heißt, das x zähle ich ja bis 10 hoch und dann nehme ich das immer mit meiner 60, meiner Größe mal. Das heißt, ich bekomme jetzt so eine ganze Linie mit Rechtecken, wenn ich das ausführe. Oh ja, danke, da oben. Das ist Quatsch, danke. Genau, jetzt habe ich so eine ganze Linie bekommen. Jetzt möchte ich vielleicht noch mehr Rechtecke haben, damit es spannender wird. Das heißt, wir machen uns vielleicht noch eine Vorschleife, damit wir so ein Grid bekommen. Also wir möchten die 10 nach rechts und 10 nach unten bekommen.
Das heißt, wir machen das Ganze nochmal mit Y, fangen bei 0 an, zählen bis 10. Und tragen das jetzt das gleiche hier im Y-Wert ein. Ups, Quatsch, mal 60. So, genau, jetzt bekommen wir ein großes Grid. Mit dem können wir jetzt wirklich mal anfangen, irgendwas Spannendes zu machen. Zum Beispiel möchten wir, was ich finde, was sehr schön aussieht, ist, wenn man so ein Feld hat und man macht so einen Verlauf in irgendeine Richtung. Vielleicht könnten wir die von oben nach unten wachsen lassen. Und dazu gibt's den Scale-Faktor. Das heißt, ich kann einfach sagen r.scale. Und damit kann ich den jetzt skalieren, größer oder kleiner. Und wenn wir die wachsen lassen wollen, ist es vielleicht jetzt gerade für uns ganz einfach, dass wir die praktisch von 0 bis 100% wachsen lassen. Und dazu können wir einen von den Werten von unseren Schleifen benutzen, ganz einfach. Zum Beispiel den x-Wert. Jetzt können wir das einfach mal ausprobieren, hervorragend. Ich sage jetzt hier x durch 10, das heißt, den größten Wert, den ich hier bekomme, ist ja die 9, ich höre ja unter der 10 auf. Das heißt, den größten Wert, den ich habe, wären jetzt gerade 9 Zehntel, das ist also nicht ganz 100%. Das ist ganz praktisch, dann bleibt nämlich hier so eine Lücke übrig, sonst würden die ja wieder aneinander treffen. Das heißt, wir können die jetzt schon mal wachsen lassen, jetzt wollen wir die vielleicht auch noch rotieren lassen, in die andere Richtung. Also in die X-Richtung wachsen sie jetzt, lassen wir sie mal in die Y-Richtung rotieren. Dafür gibt es einfach auch einen Befehl, r.rotate. Ups. Und wir nehmen einfach mal den Y-Wert für und schauen, was passiert. Okay, man sieht jetzt, sie haben sich so ein bisschen geneigt, ist ein bisschen wenig, ein bisschen langweilig. Wir wollen mal, dass die sich stärker neigen, also nehmen wir unsere Zahl mal mit 3-mal vielleicht. Jetzt neigt sich schon stärker, ist ganz cool. Und ihr seht schon, Generative Art ist auch viel mit ausprobieren, was sieht gut aus, was kann mein Code, was kann mein Framework eigentlich. Und das ist jetzt schon gar nicht schlecht. Jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen was mit Farbe machen, ist noch sehr schwarz-weiß. Ich würde mal sagen, wir geben dem erstmal generell innen eine Füllfarbe. Also man kann ja mal bei einer Vektorgrafik dem Rahmen eine eigene Farbe geben und man kann eine Füllfarbe festlegen. Das ist dann die Fill Color. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch einen Namenswert reinschreiben, wie Red. Jetzt wäre alles rot und vielleicht machen wir uns jetzt doch auch nochmal einen Verlauf. Und wir erstellen jetzt einfach mal hier eine neue Farbe und können da jetzt RGB-Werte angeben. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, bei Paper.js gehen die nicht von 0 bis 255, wie ihr das oft kennt, sondern von 0 bis 1. Nur nicht wundern. Genau, das heißt, wir machen da vielleicht wieder, was machen wir denn? Probieren wir doch auch mal hier x durch 10 und die anderen lassen wir mal auf 0. Das heißt, der Rotwert verändert sich, blau und grün bleiben gleich. Ups. Ah, danke. Komma fehlt. Genau, sehr gut. Jetzt wandern wir praktisch gerade von schwarz nach rot. Wir könnten auch noch einen anderen Wert verändern. Zum Beispiel hier. Jetzt haben wir praktisch schon so einen Verlauf in zwei Richtungen. Das sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Das ist schon mal nicht schlecht. Und mein Vorschlag wäre jetzt folgender. Das Coole an diesem Paper.js-Editor ist, der Link da oben, der enthält den ganzen Code. Das heißt, den kann ich jetzt auf Twitter und in Slack nachher posten. Dann könnt ihr drauf klicken und bekommt genau den Code mit dem Beispiel, den wir jetzt zusammen geschrieben haben. Und dann könnt ihr da gerne selber weiter basteln. Das wäre mein Vorschlag. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, fragt mich gerne. Bin ja das ganze Wochenende da. Genau, das war's von mir. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen aus dem Publikum. Dann mache ich mein Mikro wieder an. Genau. Wenn wir noch in, ja, oder du hast eine Frage, Sam? Jacke oder an. Ja, ne? Genau. Und die ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen in der Richtung. Genau. Ich kann das mal öffnen. Ups. Muss ich mir mal gerade überlegen, wo der gerade liegt. Dann stelle ich die Frage mal weiter dabei. Genau. Ansonsten zeige ich mal schnell was anderes. Habe ich kein Internet? Aber warum? Warum ist er kaputt gegangen? Dann probieren wir das nochmal.
Das sieht gut aus, genau. Das ist der Generator, den ich geschrieben habe, um diese Blumen zu erzeugen. Genau. Und was ich da eben gemacht habe, ich habe einfach ganz viele Blumen erzeugt und die halt auf Stoff drucken lassen. Genau. Aber es ist alles der gleiche Algorithmus, der kann halt ganz viele erzeugen. Ich kann hier zum Beispiel, also das ist jetzt die Web-Variante, in der ich da gerade bastel, ich kann hier zum Beispiel einfach sagen New Leaves und dann wird eine neue Form generiert. Und ursprünglich habe ich das halt gebaut, eben auch für diese Stiftplotter, damit man das zeichnen kann. Deswegen kann man hier oben auch auf Lineart umstellen und dann bekommt man eine Vektorgrafik mit Pfaden, die der Stiftplotter nachzeichnen kann. Genau. Wie viele Lines of Code sind jetzt zum Beispiel hinter dieser Blume? Viele. Wir können ja mal gucken. Komme ich hier auf den Quelltext? Steuerung, das klingt gut. Und dann haben wir hier das Flower.js. Genau, wir können hier mal gucken, das ist schon, das ist nicht ganz wenig. Aber es ist auch tatsächlich nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht. Das Problem ist, wenn man Formen beschreibt, braucht man halt tatsächlich einfach oft einfach ein bisschen mehr Lines of Code, um es übersichtlich zu halten. Und wenn man programmiert, kann man ja auch sehr viel in Funktionen auslagern und dann wiederverwenden. Das macht es ja dann schon ganz angenehm. Gerade bei den Blumen sieht man ja schon, es gibt praktisch irgendwie so eine Handvoll Arten von Blumenblattmustern, die dann eben einfach zufällig ausgewählt werden, um das wieder zu füllen. Gibt es noch Fragen? Jawohl. Vielleicht ganz interessant, wie mathematisch begabt muss man denn sein, um so Formen adäquat beschreiben zu können? Ich glaube, da kommt man ziemlich schnell dahinter, wenn man sich vorher ein bisschen Gedanken macht, wie man Sachen anordnen möchte. Also da stecken jetzt keine komplexen Formeln dahinter, wenn man so ein bisschen, also ich glaube, das Schwierigste, was man vielleicht noch zusammenbekommen muss, ist irgendwie Sinus und Cosinus mal. Und das war es eigentlich schon. Ansonsten kann man sich sehr viel, gerade bei Paper.js, mit Funktionen behelfen, die schon da sind, die einem Sachen ausrechnen. Zum Beispiel Linien, die im rechten Winkel liegen, die kann Paper.js einfach schon berechnen. Gibt es noch Fragen? Es gibt einfach Dienstleister, genauso wie es für T-Shirt-Druck oder für anderen Druckdienstleister gibt, gibt es Dienstleister, wo man Stoff-Pattern einfach hochladen kann. Die drucken das auf alles Mögliche. Genau. Okay, dann danke ich Sabine für diesen spannenden Vortrag zum Thema Generative Art.